Wie Sie bei Elektrowerkzeug Geld sparen und vor allem Ihre vorhandene Ausrüstung optimal nutzen können, das zeigen wir Ihnen jetzt bei Werkzeug TV. Ich habe einen Gast bei mir im Studio, Jörg Schäfer von der Firma Makita. Hallo. Schönen guten Tag. Herr Schäfer, Sie haben uns verschiedene Elektrowerkzeuge mitgebracht. Die sind in sich sehr unterschiedlich, aber haben eine große Gemeinsamkeit. Welche ist das? Genau, also wir stellen heute hier unser neues 2x18-Volt-System vor. Mhm. Ja, wir brauchen im Prinzip die Kraft einer 36-Volt-Maschine bei höheren Schnitttiefen mit Handkreissägen, größeren Bohrlöchern bei Bohrhämmern. Wir hatten früher das Standard 36-Volt-System, weil hier mit einem neuen Akku, schwerer Akku, ein teures System, wenn ich mit einem neuen Bohrhammer starten wollte. Das wurde vom Markt halt nicht so angenommen. Mhm. Ja, dann haben wir halt gesagt, wir können dies auch mit unseren vorhandenen 18-Volt-Akkus bedienen, die massenhaft verbreitet sind in Deutschland. Wir setzen dann halt zwei 18-Volt-Akkus in die Maschine ein, wie man hier sieht, diesen Aufnahmeschaft. Mhm. Ja, 18 plus 18, dann haben wir wieder 36 Volt Kraft und können damit unsere Maschinen bedienen. Das heißt, man muss nicht mehr für teures Geld den extra 36-Volt-Akku anschaffen, sondern kann mit dem arbeiten, was man bereits zu Hause zur Verfügung hat. Der einzige Unterschied, und da müssen wir jetzt mal drauf kommen, sind die Amperestunden. Bei so einem 36-Volt-Akku haben wir 2,6 Amperestunden und bei den 18-Volt-Akkus, da variiert das ein bisschen. Da haben wir mal 3 Amperestunden, mal 4, mal 5 Amperestunden. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, 2 18er hier einsetze, muss ich dann darauf achten, dass die gleiche Anzahl an Amperestunden haben? Nein, also das muss ich nicht. Also ich kann erstmal grundsätzlich die Akkus aus meinem Akkuschrauber nutzen oder meine Handkreissäge aus dem 18-Volt-System, was auch immer. Also völlig egal. Kann dort die Kapazitäten miteinander mischen. Also wir haben im Prinzip 1,5er Akkus, 3, 4 und 5 Amperestunden Akkus. Mhm. Wenn ich erstmal 2 5 Amperestunden Akkus einsetze, habe ich dadurch schon die doppelte Laufzeit im Vergleich zum 36-Volt-System. Mhm. Habe wieder die Kraft von 36 Volt und 5 Amperestunden Laufzeit. Kann aber auch mischen, ein 5 Ampere mit einem 3 Ampere oder 5 mit 1,5, braucht er nicht drauf achten. Also das ist völlig egal, was der Handwerker für eine Ausrüstung hat, die kann er dort nutzen in unserem System. Und das ist ganz wichtig, diese Amperestunden, das hat überhaupt nichts mit der Leistung zu tun, da geht es wirklich um die Laufzeit. Ganz genau, also ich sag mal, ist halt der Tank einer jeden Maschine, ja, je mehr Amperestunden, umso länger ist halt die Laufzeit. Mhm. Und eher die Maschinen, diese 2x18 Volt, ziehen die Akkus halt gleichmäßig leer. Mhm. Und wenn der erste leer ist, zeigt die Maschine das über eine LED an. Und die wird dann halt wieder geladen, der Akku. Okay. Was für Maschinen kann ich mit diesem 2x18-Volt-System bedienen? Was für eine Power kriege ich da raus? Im Prinzip erschlagen wir hier mit unseren 2x18-Volt so ein bisschen die netzbetriebenen Maschinen. Mhm. Ja, wir haben hier eine Akku-Handkreissäge. Kraft von 36 Volt kommt nahezu an die dran für 230 Volt. Mhm. Okay. Diese Handkreissäge hat ein 190 mm Blatt, wie es eine netzbetriebene Maschine auch hat. Und kann dort auch die Blätter drauf verwenden. Mhm. Akkubohrhammer beispielsweise ist für Bohren großer Bohrdurchmesser, wie es 12 mm, 14, 16, 18 im Akkubereich wären. Mhm. Ja, es gibt zum Beispiel Akkugartengeräte, wie es hier hinten ist, die Akkukettensäge, die ein 25 cm Schwert hat, wie man es hier sieht. Mhm. Die ist zum Beispiel für Dachdecker- und Zimmereiarbeiten, die ist für den Grünholzschnitt. Ja, wir haben Gartengeräte als Akkurasenmäher, als Sensen, als Heckenscheren, die teilweise die Kommunen verwenden, wenn die morgens an Ämtern und Schulen arbeiten, wo halt eine Benziner zu laut wäre, wo sie es halt nicht dürfen. Und im Prinzip wird dieses 2x18-Volt-System in Zukunft immer weiter ausgebaut. Da werden jede Menge Produkte noch dazukommen. Und gerade haben Sie auch mit so einem Mythos der Baustelle aufgeräumt, denn viele sagen immer, netzbetriebene Maschinen, klar, die können natürlich viel mehr Kraft zustande bringen als akkubetriebene Maschinen, aber das stimmt gar nicht. Nein, also wir kommen mit dem 36-Volt-System da nahezu dran oder mit dem 2x18-Volt halt an die netzbetriebene Maschine und wird sie sicherlich irgendwann mal ersetzen in dem Bereich. Damit sparen wir natürlich nicht nur Geld und auch an Lautstärke ein, sondern Sicherheit ist dann ein ganz großes Thema, wenn keine Kabel mehr rumliegen. Genau. Die kabellose Baustelle, das ist natürlich so eine Zukunftsvision, die wir hiermit in die Realität umsetzen. Genau.
Mhm. Sie haben uns ein Ladegerät mitgebracht, Herr Schäfer. Genau. Das ist ein Schnellladegerät. Wie schnell können die Akkus damit aufgeladen werden? Also Makita hat generell bei allen Werkzeugen, bei den Standardwerkzeugen, Akkuschraubern etc. immer die Schnellladung im Standardlieferumfang, also kein Sonderzubehör. Mhm. Ja, beim Akkuschrauber ist halt ein Schnellladegerät dabei, ja, das zum Beispiel den 4 Ampere-Stunden Akku in 36 Minuten lädt. Wow. Ja, in der Zeit kriegen Sie halt den zweiten nicht leer, das mhm. schaffen Sie nicht. Für diese 2x18-Volt-Geräte gibt es halt im Sonderzubehör, wie hier zu sehen, ein Doppelschnellladegerät. Mhm. Da kriegen Sie einen 4-Ampere-Stunden oder zwei halt in 36 Minuten voll. Also nicht nur Geld, sondern auch Zeitersparnis. Sehr genau. Gut. Ja. Die Firma Makita hat natürlich auch schon eine gewisse Erfahrung, auf die sie zurückgreifen kann. Seit 100 genau. Jahren gibt sie aber noch nicht so lange in Deutschland, denn es ist ein asiatisches Unternehmen. Genau, die Firma Makita ist ein japanisches Unternehmen. Ja, dieses Jahr feiern wir unser 100-jähriges Jubiläum. Mhm. Seit 1977 sind wir in Deutschland ansässig, mhm. die Makita Werkzeug GmbH. Vertreiben halt hier unsere Produkte. Mhm. Und vielleicht Vorreiter für, wie Sie gesagt haben, bald die kabellose Baustelle. Ganz vielen Dank, genau. Herr Schäfer, dass Sie bei uns waren. Gerne. Und vielen Dank an Sie fürs Zuschauen und bis zur nächsten Ausgabe von Werkzeug TV.